Hallo an alle Zuhörer, hier ist der Callcenter Crusher. Heute haben wir zwei Anrufe einer Firma, die meint, ganz groß im Handel mit Kryptowährungen zu sein. Wie ernst ihr diese Firma nehmen könnt, das entscheidet bitte selber nach dem Video. Wie immer geht's nach dem Intro los. Ja, bitte. Hallo, guten Tag, Herr Thomas. Wie geht es Ihnen? Thomas, das ist mein Vorname. Hadamzik. Ja. Okay, sehr schön. Mein Name ist Anna Gomez und ich rufe Ihnen von der Firma Cryptos Markets, wo Sie haben eine Anmeldung bei unserer Firma gemacht. Und ich werde Ihnen die Informationen geben über das. Darf ich? Ja, können Sie mir gerne geben. Dankeschön für Ihre Zeit. Jetzt, bei uns können Sie in verschiedene Märkte einsteigen, wie Kryptowährungen, Forex, Rohstoffe, Aktien und so weiter. Und Sie haben die Möglichkeit, mit einem Broker zu arbeiten, mit einer Expertin. Was ist diese Expertin? Er kann Ihre informiert für alle Fragen, die Sie haben im Onlinehandel und mit ihm können Sie immer erreichen pro WhatsApp oder pro E-Mail. Wenn ich fragen darf, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Ein wenig, ja. Okay. Gute Erfahrung oder schlechte Erfahrung? Durchaus gute, ja. Das freut mich sehr. Und das freut mich, dass Sie haben ein bisschen Informationen und Sie wissen ein bisschen, wie läuft das. Ich möchte Ihnen sagen, dass die Broker, die Expertin, arbeitet für Sie, diese Geld zu vermehren, zu verdoppeln werden. Und Sie können nur mit Mindestbetrag einsteigen und Mindestbetrag ist ab 250 €. Und wir geben Ihnen einen Bonus als Unterstützung, weil Sie sind eine neue Kunde bei uns. Und für heute, unser Bonus ist 100 €. Insgesamt, Sie haben 350 Ihre Konten aktivieren und dann diese Geld in 1 bis 2 Wochen verdoppelt werden mit den Gewinnen, was Sie erreichen werden. Das bedeutet, in einer Woche, Sie haben die Möglichkeit, 1.000 € Geld verdienen. In einer Woche Natürlich. 1.000 € Ja, verdient. in einer Woche. Genau, das kommt darauf natürlich von Bitcoin und Bitcoin ist einsteigen. Es Und gibt, aber es ich gibt doch nicht möchte nur nur. Bitcoin. Ja, natürlich gibt es verschiedene Märkte. Sie wählen selbst, mit welchen Märkten wollen Sie einsteigen. Na, Zum vor Beispiel, Sie allem. wollen mit Kryptowährungen oder mit Rohstoffen oder mit Aktien. Sie können selbst wählen. Mit welchen Märkten wollen Sie einsteigen? Und die Broker helfen Ihnen in diesem Bereich. Ich möchte Ihnen sagen, dass erst im Monat Sie bekommen von uns eine Probezeit, einen Testmonat, wo Sie können sehen, ob Sie mit uns arbeiten wollen oder nicht. Wenn Sie zufrieden sind, Sie können mit uns weitermachen. Und wenn Sie nicht zufrieden sind, gefällt Ihnen nicht diese Arbeit, Sie können auf diesem Konto Ihre Geld zurücknehmen. Das ist doch kein Problem von uns und mit unserer Partnerschaft abbrechen. Aber glaubt mir, am Ende des Monats, wenn Sie verdienen eine gute Summe, natürlich Sie werden sehr zufrieden mit uns und Sie machen weiter, weil die Broker ist der beste Broker in der ganzen Welt und er hat ungefähr 10 Jahre. Und mir alle Kunden, was Sie haben mit ihm gearbeitet, sind sehr zufrieden. Zum Beispiel, Sie haben eine Frage in deinem Kopf, das, wo liegt Ihre Interesse? Natürlich, wir haben gemeinsam Interesse. Wenn Sie Geld verdienen, wir gewinnen auch, aber nicht von Ihrem Geld. Wir gewinnen ungefähr 3% von den Profiten. Hier liegt unser Interesse. Haben Sie mich verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Was meinen Sie dazu? Ja, erstmal, wie war Ihre Webseite noch gleich? Ich habe mich auf mehreren Seiten angemeldet. Cryptos Market heißt die Firma. Und die Firma heißt, am Anfang hatten Sie etwas Cryptos anderes. Market. Ach so, ich dachte, Sie hatten irgendwas mit S-Mart gesagt. Ja, Cryptos Market. Und Sie können Cryptos Market
heißt die Firma. Aber wir, Sie können in verschiedene Märkte einsteigen, wie ich habe Ihnen gesagt, in diese Märkte. Ja, und Ihr Portal heißt dann wie? Wie bitte? Und Ihr Portal, Ihre Webseite heißt wie? Cryptos Market ist die Website. Mhm. Dann muss ich mal gucken, genau. Weil den Namen ja, habe ich Sie nicht. Ja, Sie können gucken. Sie können gucken. Ich gebe Ihnen Zeit. Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Wie wäre es damit? Sie unterbrechen mich permanent. Also, dann buchstabieren Sie mal, wie diese Seite heißt. Cryptos Market. Buchstabieren? Kann ich im WhatsApp Ihnen schicken, diese Link? Nein, können Sie nicht, weil ich habe kein WhatsApp. Okay. Cryptos, können Sie schreiben, Cryptos? Ja, buchstabieren, genau. Ja, okay, ich buchstabiere für Ihnen. C. Ja. R. Ja. Y. Ja. P. P wie Paula. Genau. T. T wie Theodor. Genau. Weiter. Eine Sekunde. O. Ja. Und S. Ja. Haben Sie geschrieben Cryptos? Ja. M? In 1 durchgeschrieben. Kein Minus, kein irgendwas. Also. Nein. Zusammen dieser. Cryptos M. M, A. Ja. R. Ja. K. Ja. E. Ja. Und C. Cryptos Market. Genau, das ist unsere Firma. Ja, und .com. .com, okay, gut, okay. Genau. Sie können dort recherchieren. Ich lasse Ihnen in deine Ruhe und ich rufe Ihnen morgen um 10 Uhr an, weil ich habe Feierabend. Na gut, also wenn Sie Feierabend haben, warum rufen Sie dann an? Genau. Das ist meine Feierabend, Herr. Ja, und warum rufen Sie dann vorher an? Okay, ich bin hier. Ja, recherchieren, ich bin hier. Gut, also das ist also diese Firma. Und ist das eine erfahrene Firma? Genau. Ja. Wie lang gibt es Ihre Firma denn schon? Wir haben ungefähr 12 Jahre in diesem Bereich. Mhm, okay. Sehr schön. Und wo sitzt Ihre Firma? Die große Unternehmer liegt in England, in London, aber wir haben die kleinen Filialen in der ganzen Welt, in Deutschland, Österreich, Switzerland und andere Länder. Ja gut, aber es geht ja um der rechtliche Sitz Ihrer Firma. Genau. Ja, und der sitzt in Österreich oder wo sitzt der? Der rechtliche Wir Sitz. Haben die kleine, genau, wir haben die kleine Filialen dort in Nein, Österreich, es geht nicht um die, es geht nicht um die Filiale, es geht um den Hauptsitz, den rechtlichen Sitz. Die Haupt ist in London. In London, okay, gut. Genau. Okay, in London. Und haben Sie da eine Adresse für mich? Ja, ich habe alles. Ja, dann geben Sie mir die doch. Bei dem Website, Sie können alles sehen, mein Lieber. Da ist mein Lieber. Okay, also wo sind Sie denn, wenn Sie in London sitzen, dann sind Sie ja sicherlich auch reguliert irgendwo. In London steht unser Unternehmer, Herr. Ja. Und bei dem Website, Sie haben alle Informationen, was Sie brauchen? Nee, sehe ich nicht. Wo sind Sie reguliert? Was sehen Sie? Okay, was sehen Sie? Wo sind Sie reguliert, wollte ich wissen. Als Finanzdienstleister müssen Sie ja reguliert sein. Wo sind Sie reguliert? Hallo. Ja, ich höre Ihnen. Ich habe Ihnen gesagt, dass die Große liegt in London. In Berlin haben wir auch... Das habe ich nicht gefragt. Verstehen Sie überhaupt, was ich gefragt habe? Ja, sagen Sie mir, was... Wo ist Ihre Plattform reguliert? Wo ist unsere Plattform reguliert? Ja. Bei FCA. Ja, gut. Dann geben Sie mir doch bitte mal die Nummer, der Sie da reguliert sind. Die Lizenznummer, sagen Richtig, Sie. Richtig, genau.
Ja, bei den Websites, Sie haben die Lizenznummer. Scrollen Sie nach unten. Können Sie mir doch einfach bitte jetzt nennen. Sie sind Herr, doch jetzt gerade am Telefon. Scrollen Sie nach unten. Okay, warten. Warten Sie. Okay, bei der Company-Namen scrollen Sie nach unten und Sie sehen das. 1448817. Nein, das kann nicht sein. Also ich hätte gerne die Referenznummer bei der FCA. Bei der Referenznummer bei FCA? Ja, die FCA. Okay, warten Sie kurz. Die Nummer brauche ich. Diese ist die Lizenznummer bei FCA. Gut, dann gehen Sie bei Website und scrollen Sie nach unten. Ich bin auf der Webseite der FCA und da überprüfe ich das. Also bei der FCA? Ja, richtig. Dann Sie geben haben Sie mir keinen die Nummer. Zugriff dort. Doch, natürlich habe Sie ich. Sie haben keinen Zugriff. Jeder Mensch hat Zugriff auf die Webseite der FCA. Aus der ganzen Welt hat man Zugriff auf die Webseite der FCA. Okay, was meinen Sie dazu? Ich möchte gerne Ihre ID von Ihrer Firma bei der FCA haben. Ja, und ich habe Ihnen gesagt. Dann sagen Sie es nur nochmal. Bitte, kann ich reden, mein Lieber? Ja, dann reden Sie los. Ich habe Ihnen gesagt, diese Nummer, was Sie brauchen, ist bei unserer Firma. Recherchieren Sie bei unserer Firma Cryptos Market, scrollen Sie nach unten und nach unten liegt United Kingdom with Company Name und steht unser Name und die Adresse auch. So, sind Sie, haben Sie jetzt alles gesagt? Sind Sie bei unserer Firma? Nein, ich bin... Haben Sie geöffnet? Ich sage doch, ich bin auf der Webseite der FCA. Aber was brauchen Sie dort? Da überprüfen wollen ich Sie über okay wollen Sie, wollen Sie eine über Frage FCA? Stellen, dann warten Sie ab, bis ich antworte. Nicht laut sprechen mit doch, mir, ich bin doch, eine wer, Frau wenn hier. Sie mich permanent ich bin unterbrechen. Eine Frau hier. Ja, deswegen, hallo? Ja, aber Sie sind scheinbar ganz schön dreist. Wenn Sie eine Frage stellen, dann warten Sie ab, bis ich antworte. Respektieren Sie, erst einmal respektieren Sie eine Frau. Nein, das okay? werde ich nicht. Das werde ich nicht, schon gar nicht, wenn es ein Betrüger ist. Okay, bin ich eine Betrüger? Ja, sind Sie. An was? Wieso sagen Sie das? Ja, kann ich Ihnen ganz genau sagen. Weil Sie rufen illegal an. Sie haben eine nicht... Was ist für Ihnen? Sie unterbrechen mich schon wieder. Ich glaube, ich habe keine Lust, weder mit Ihnen zu handeln, noch mit Ihnen zu telefonieren. Sie sind eine Betrügerseite. Was ist eine Betrüger, Thomas? Ja, Ihre Seite. Was? Was ist ein Betrüger? Können Sie mir das sagen, können Sie mir das zeigen, das ist eine Betrüger oder was? Ja, weil ich verstehe das nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du das nicht verstehst, Betrüger. So, okay, also. Wo haben Sie das gesehen, das ist eine Betrüger? Ja, Sie haben einen Kommentar gelesen? Nein. Oder was? Ich habe es selber rausgefunden. Was? Sie denken, das ist ein Betrüger. Denken. Nein, ich denke nicht. Dann beweise mir doch das Gegenteil. Beweise mir das Gegenteil. Sagen Sie mir, wo sind Sie reguliert? FCA, Sie haben eine Lizenznummer beim Museumsplattform. Nein, habe ich nicht. Sie können nach unten mit dem Ruhe erstmal, weil ich kann auch Ruhe sein, okay? Sie unterbrechen mich doch. Sie unterbrechen mich doch. Mit dem Ruhe, langsam. Nein. Jetzt beantworten Sie einfach meine Frage. Wollen Sie die beantworten oder soll ich das Gespräch direkt beenden? Sie haben alles ist geschrieben bei Nein, dem Platz. Sie haben Sie nichts. Ganz was auf Ihrer Webseite steht, interessiert mich nicht. Ich möchte von Ihnen Ihre Regulierungsnummer wissen. Wollen Sie die sagen oder ganz, wollen Sie das Gespräch direkt beenden? Wissen Sie, weil beim alle Firma, alle Lizenznummer, alle, was ist reguliert und so, sind geschrieben ganz nah unten, okay? Frau Anna hat Ihnen die Website gesagt und Sie haben die Website gesehen. Ganz einfach, weil Sie haben das richtig ich überprüfe auf, dem, das auf dein PC geöffnet. Was haben Sie überprüft? Was? Wenn Sie mich ausreden lassen, kann ich Ihnen das sagen. Sagen Sie mir, was arbeiten Sie erstmal, dass Sie können das überprüfen? Was? Das wollte ich Ihnen gerade sagen, aber Sie lassen mich ja gar nicht reden. Okay, sagen Sie mir.
Also, ich überprüfe, ob Ihre Firma bei der FCA registriert und reguliert wird. Und das okay, über. Wunderbar. Das okay, über. Können Sie mir. Nein, ich ich Frage war habe. Nicht fertig! Hör dir das doch alles zu Ende an! Was ist das? Sagen Sie mir die Vollname von FCA, weil du bist sehr klug. Wie ist die Vollname von FCA? Was? Sie wollen, Sie, Sie, Sie mir, kennen FCA, den Namen der FCA. FCA. Vielleicht FCA schreien Sie mal nicht so hat reden. Entweder redest du jetzt vernünftig mit mir oder das Sie Gespräch ist Ahnung, verendet. Okay? Sie haben keine Ahnung, ja, was ja, Sie sagen. Ich habe keine Ahnung. Von deinem Mund. Ja, von dein deinem Mund, Mund, was Sie sagen, Sie haben Sie keine sind ein Ahnung. Betrüger, ja, völlig klar. Okay, ich bin ein Betrüger. Wenn ich, dann warum reden Sie mit mir? Ja, ich habe dir die Chance gegeben, ich, zu beweisen, weil, du lässt weil mich du schon wieder nicht umgetreten. Ausreden. Du lässt mich nicht, du fragst mich und lässt mich gar nicht antworten. Das kann nur ein Betrüger sein. Ich habe dir die Möglichkeit gegeben. Ja, lava. Dummes Zeug gelabert. Wie alt bist du? Fünf oder sechs. Das ist ein Laber. Weil ein richtiger Mann, ein richtiger Betrüger. Mann. Ich habe dir die Möglichkeit ja. gegeben, mir zu beweisen, dass du eine seriöse Was Firma eine Möglichkeit? bist. Und du ich legst baue mir keine immer Möglichkeit. wieder, ich du baue, unterbrichst ich mich nehme immer wieder, meine von daher ist mir Möglichkeit, völlig Herr egal, Thomas. was du redest. Meine Du bist und bleibst Möglichkeit, ein ich nehme in mein fürchterlicher Hand und Betrüger, ich der mache, einfach was ich nur möchte, okay? mehr gar nicht kann, Also, als einfach du nur bist sabbeln. was, du Rede bist ein weiter, Kind. rede weiter. Also, Ich lache Sie mich mir, über dich reden tot. Sie mir über Ja, die ich rede, Möglichkeit. rede Thomas, einfach weiter, das jetzt ist sehr ich habe schön. Pause, Das ist sehr jetzt schön, das ist sehr ich schön. muss leider gehen, Wunderbar, aber ja, ist klar. Das, wir jetzt, dienen, jetzt plötzlich, wir ja. dienen Schöne noch mal Grüße, morgen, dieses Video wird bei mit YouTube Anna erscheinen, sprechen, ja. okay? Dieses Ich Video wünsche wird Ihnen einen bei schönen YouTube Abend, Herr erstehen. Thomas, Sie und werden das, Sie Sie werden werden das bei aber bei YouTube YouTube im sehen. Internet suchen. Sie sehen das, ja. Hallo? Ja, hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Rutenmüller? Ja. Hier spricht gerade der Janik Winkler am Apparat. Ich grüße Sie. Und melde ich mich gerade bei Ihnen wegen Ihrer Anmeldung, die Sie gemacht haben bei Cryptos Market, richtig? Kann durchaus Für sein, Online. Ja. Genau. Und haben Sie heute mit irgendjemand anderen gesprochen? Ich spreche mit vielen Leuten, aber warum geht Sie das was an? Mit wem ich telefoniere? Also, ja klar, aber ich meine, ob Sie mit meinem Kollegen irgendwas vereinbart haben, weil die Anmeldung ist ja bei mir angekommen und ich würde mal sagen, wir fangen direkt an mit den Kontoaktivierungen und Sie bekommen die weiteren Termine mit dem Expertbroker, damit Sie sofort einsteigen können in die Börse. Wollen Sie sich nicht erstmal Ihre Firma vorstellen? Genau, habe ich auch gemacht. Nee, haben Sie nicht Market gemacht. Plattform. Cryptos Market Plattform haben Sie da die Anmeldung gemacht und hier haben Sie ein paar persönliche Daten von Ihnen ausgefüllt, richtig? Ja, aber trotzdem haben Sie genau. Ihre Firma nicht vorgestellt. Also, Cryptos Market Plattform von der Bitcoin Prime Firma. Ah ja, okay. Und, genau. Und wo sitzt Ihre Firma? Unsere Firma sitzt in Österreich, Wien, Herr. Ah ja, in Wien, okay. Genau, genau. Das und bevor wir mal anfangen, möchte ich Ihnen erstmal fragen, ob Sie Erfahrung haben in diesem Bereich oder ist es Ihr erstes Mal, dass Sie da mit teilnehmen wollen? Ich habe schon ein wenig Erfahrung. Okay, in welche Kryptowährungen zum Beispiel? In verschiedenen. Deswegen. Verschiedenen. Okay, eher gute oder? Ja, durchwachsene. Das ist ja schön. Okay. Benutzen Sie einen PC zu Hause, hä? Natürlich benutze ich einen PC. Okay. Und haben Sie da auch den App TeamViewer oder AnyDesk? Ach, Sie wollen gleich mit TeamViewer auf meinen Rechner gehen. Also, wenn Sie Unterstützung brauchen bei der Kontoaufladung, natürlich. Wenn nicht, dann können Sie auch ganz alleine machen. Ja, erstmal möchte ich etwas über Ihre Firma erfahren. Ja, gerne. Was haben Sie für eine ja, weitere also, Frage? Ich beantworte jeder Frage. Ja, das ist doch sehr, sehr schön. Okay. Sie sitzen in Wien. Wo sitzen Sie da? Haben Sie die Adresse für mich? In Österreich, Wien, Herr. Ja, und die Adresse?
Wofür brauchen Sie eine Adresse? Das ist Na ja, ja gut, ich bin ein Online-Investition. Investor und ich möchte gerne wissen, mit welcher Firma ich eventuell zusammenarbeite. Okay, öffnen Sie bitte mal den Anydesk und ich zeige Ihnen. Sie wollen gleich auf meinen Rechner. Und Sie wollen ein seriöses Unternehmen sein? Sie sagen mir nicht mehr Ihre Adresse und wollen auf meinen Rechner? Schauen Sie mal. Ja, Heute ich Morgen schaue gegen mal. 8:20 Uhr haben Sie eine Anmeldung gemacht, Ja, richtig? und? Und? Weil Sie ja gerne investieren wollen. Ja, und? Ja. Und das heißt, wir müssen den Konto aufladen. Aufladen bedeutet Geld drinne stecken auf dem Konto, die wir öffnen werden. Geld drinne stecken? Sie haben ja eine perfekte Aussprache. Geld drinne stecken. Aha. Ja, was denn sonst? Was? Also nochmal, haben Sie Interesse in diesem Bereich für den Online-Investitionen Ich oder haben hab Sie es halt Interesse, nicht? mit seriösen Firmen zusammenzuarbeiten, richtig. Genau. Ja, und Sie Und sagen mir noch nicht mal Ihre Adresse. Und dann nennen Sie sich seriös? ja, gehen Sie bei Google. Ja, dann wollen Sie jetzt die Adresse nennen oder nicht? Ja, geht doch mal bei Google. Was schreist du denn da rum? Du willst ein seriöses Unternehmen sein? Guck mal, du willst du die Adresse Wer, haben? wa warum, warum duzt du mich? Ja, ich duze dich nicht, Mann. Ah, Aber du willst du die doch du. Adresse haben? Wa bitte was? Du duzt mich nicht? Du Du sagst doch die ganze Zeit du zu mir. willst du die Adresse haben? Also entweder siezen Sie mich oder das Gespräch ist beendet. Lag dann Victor deine Mutter und brauchst du Ah, ganze da haben Hardware wir bei schon wieder dir, einen ja? Betrüger. Zu einfach.